Es gibt beim normalen Fingerstyle-Anschlag eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Ne? In der Regel benutzen wir den Wechselschlag. Aber wenn wir von einer Seite auf die andere wechseln, nach oben, nach unten, eine vielleicht überspringen, dann gibt es wieder so ein bisschen Verwirrung, die ich heute auflöse. Los geht's. Das grundsätzliche Prinzip vom Wechselschlag ist ja klar. Wir schlagen an mit Zeigefinger und Mittelfinger abwechselnd. Ne? IMIM sage ich dazu, Index, Middle, Index, Middle. Das ist die effektivste Methode, die zeitsparendste, ökonomischste Methode, um Noten zu spielen, wenn wir auf einer Seite bleiben. Wenn wir aber auf zwei Seiten spielen und da so ein bisschen hin und her wechseln, dann sieht die Sache schon anders aus. Solange ich auf der E-Seite bleibe, ist Wechselschlag am sinnvollsten. Wenn ich jetzt auf die A-Seite gehe, bleibt der Wechselschlag immer noch sinnvoll. Ich gehe einfach mit dem nächsten Finger, der dran wäre, auf die nächste Seite. Sieht so aus. So, jetzt will ich nochmal die E-Seite spielen und schau mal, was ich hier habe. Ich habe gerade mit dem Mittelfinger die A-Seite angeschlagen und der ist jetzt auf der E-Seite gelandet. Traditionell würde der Wechselschlag jetzt von uns verlangen, dass wir trotzdem mit dem Zeigefinger die E-Seite anschlagen. Allerdings geht uns da eine Möglichkeit verloren, ein bisschen effizienter zu spielen. Wir können also, und das ist sehr praktisch, diesen Mittelfinger, der hier gelandet ist, nutzen, um durchzuraken. Die Technik heißt Raking. Und das Prinzip des Raking ist einfach, dass ich mit dem Finger, der auf einer Seite gelandet ist, diese Seite dann auch wieder anschlage. Und das ist dann halt oft der Finger, der halt vorher die nächsthöhere Seite gespielt hat. Ich spiele jetzt also Zeige, Mittel, Zeige, Mittel. Und wenn ich dann von der A-Seite auf die E-Seite lande, spiele ich Mittel, Zeige, Mittel, Zeige. I, M, I, M, I, M, I, M, M, I, M, I. Genau, da ist der Wechsel. Und so setzt sich das fort. Das Pattern, dieses IM-Pattern, hat sich dann halt einmal umgedreht. I, M, I, M, I, M, I, M, M, I, M, I, M, I, M, I. Und jetzt I, M dreht sich wieder um. Du kannst als Grundregel also erstmal festlegen. Wenn du auf einer Seite spielst, spielst du durchgängig Wechselschlag. Wenn du von einer höheren auf die nächst tiefere Seite gehst, dann kannst du das mit einem Raking machen. Und üben kannst du das genauso, wie ich dir gerade gezeigt habe. Viermal die E-Seite, viermal die A-Seite, viermal die E-Seite, viermal die A-Seite und dann im Kopf vorsagen oder mitdenken, welcher Finger gerade dran ist. Du kannst dabei ruhig einfach I-M-I-M sagen. I-M-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 
Prinzip hierbei ist, dass wir mit den Fingern so ein bisschen durchswitchen müssen auf der E- und der A-Seite. Es sieht so aus. Also die E-Seite im fünften Bund spielen wir viermal I, M, I, M. Spielen dann das C auf dem dritten Bund der A-Seite zweimal I, M. Auch wieder I, M. Ne? Und dann wechselt sich aber die Reihenfolge, weil wir aufs G gehen hier unten. Und dann raken wir. I, M, I, M, I, M. Raking, deswegen das M hier unten. Und dieses G spielen wir dreimal. Also wir haben dann M, I, M. Reihenfolge ist so. I, M, I, M, I, M, M, I, M. Und danach kommt viermal das D auf dem fünften Bund der Anton-Seite, welches wir entsprechend mit dem Zeigefinger anfangen, weil wir den halt im Wechselschlag dann als nächstes haben. I, M, I, M, I, M, M, I, M, I, M, I. In bisschen flüssiger sieht so aus. Das gleiche Anschlagprinzip wird fortgesetzt, jetzt allerdings auf dem F. Das spielen wir auch viermal und danach zweimal das C hier oben wieder. I, M, I, M, I, M. Und jetzt wieder M, I, M auf dem E Leerseite. I, M, I, M, I, M, M, I, M. Und jetzt spielen wir das H oder B Englisch, Deutsch H. Hier auf dem zweiten Mund der A-Seite, fangen da mit dem Zeigefinger an, spielen das wieder viermal. 1, 2, 3, 4, also I, M, I, M. Und dann geht's wieder von vorne los. Eine Kleinigkeit haben wir noch nicht geklärt, nämlich was mache ich zwischen diesen beiden Parts? Ne? Was mache ich in dieser Pause? Wechsle ich dann auch wieder den Finger oder mache ich dann Raking? Und da ist die Antwort, es ist egal. Du kannst das halten, wie du willst. Wir kommen ja hier auf dem D auf einer Pause raus und dann haben wir ja Zeit, uns zu regruppieren und den Finger für den nächsten Schlag zu nutzen, den wir benutzen wollen. Die zweite Version ist ein bisschen schwieriger. Die Version zu üben, würde ich dir auch erst empfehlen, wenn du die vorherige Version schon ganz gut in den Fingern hast. Gibt es übrigens auch in den Tabs auf dem Backstage-Bereich von meiner Webseite. Ins Arbeitsblatt habe ich übrigens noch eine andere super praktische Übung reingepackt, die dir hilft, diesen Wechsel mit Raking und Wechselschlag zwischen zwei Seiten super wunderbar flüssig hinzukriegen. Und der Backing-Track ist auch noch dabei. Zieh dir das ruhig rein, hier unter dem Link, ist kostenlos. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben, hau rein!